Ich verbringe auf Instagram ca. 2 Stunden wahrscheinlich täglich, weil ich schaue, dass ich immer jeden Tag ein Bild poste, dass ich da meine Follower immer regelmäßig halt mit neuem Content versorge. Und natürlich nur das Bild posten ist dann auch nicht genug, weil also ich brauche im Vorhinein schon die Zeit immer, dass ich es auswähle und dann im Nachhinein auch noch immer auf die Kommentare ein bisschen einzugehen, dauert auch immer halt schon 1 Stunde, nehme ich mir da meistens Zeit. Also es kommt schon was zusammen, es ist schon ziemlich zeitaufwendig. Also ich schaue sehr darauf, dass ich immer beim besten Licht eigentlich fotografiere. Also ich gehe sehr gerne Sonnenauf- oder Sonnenuntergang am Berg. Und was immer also gut in Bildern kommt, finde ich bei mir, ist, also ich mag einfach das Wasser. Wenn ich irgendeinen See oder Fluss oder irgendwas im Vordergrund habe, optimalerweise noch irgendwie mit Spiegelung oder so. Also ich nehme auf meine Touren nehme ich eigentlich immer irgendwen mit, weil es dadurch auch gleich viel mehr Spaß macht. Eben einerseits zum Beispiel andere Instagrammer, die ich schon über die Plattform kennengelernt habe, einfach mit Gleichgesinnten oder auch meine Freundin, die geht auch gerne am Berg und nehme ich auch immer wieder mit. Oder auch überhaupt einfach alte Schulkollegen und so, die haben sich nämlich auch immer mehr angefangen für das zu interessieren, was ich mache und so. Und also fragen mich viele, darf ich mal mitgehen bei dir am Berg und so. Und die, also von dem her bin ich da nie allein unterwegs eigentlich.